Huch. Und damit willkommen zurück zu Detroit. Ist das Marcus? Alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Ja, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir wissen, was letztes Mal mit Marcus passiert ist. Er wurde von der Polizei angeschossen, nachdem es von Leo hieß, Marcus habe Carl getötet. Linke und rechte Beinkomponente fehlt, stehen nicht möglich. Beeinträchtigte Sicht, beschädigter Gedächtnispalast. Okay, einen vierten Hinweis gibt's auch noch. Wo? Defekte Audiodaten. Beschädigt. Kompatibel. Oh je. Inkompatibel. Lebt er noch? Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Bitte, Jericho! Bitte, Jericho! Oh. Wo gehst du hin? Als allererstes den Audioprozessor.
taktische Einheit inkompatibel. Schade. Okay, immerhin. Sorry, Kumpel. Hallo. Ich bin ein AK-700 erneut. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Waffencenter. Deswegen hat er auf einigen Screenshots zwei unterschiedlich farbene Augen. Ich hatte mich schon gefragt, warum? Ja, Audioprozessor. Bitte, bitte, bitte. Sonst müsste ich das ganze Spiel wahrscheinlich mit dieser Soundkulisse zocken. Angenehmer. Schade. Interessant, dass man so eine Art Selbsterhaltungstrieb auch bei den Androiden sieht. Sonst würden die ja kaum versuchen, da rauszuflüchten. Alter, die Beine! Oh, das ist mega gruselig. Das erinnert mich so ein kleines bisschen, also diese gesamte Situation, an das, was in iRobot gezeichnet wurde. Wo der Android Sunny, hieß er, glaube ich, so seine Vision der Roboter-Revolution machen wollte oder gezeichnet hat. Aber Moment, ich muss doch hier doch irgendwo die Pumpe finden. Okay, ganz kurz, wir müssen noch mal kurz schauen.
Moment, hier habe ich was. Jetzt sag mir bitte, dass es ein Teil ist, was ich gut untersuchen kann. Ja. Jawohl. Okay, jetzt bloß nichts falsch machen. Alles klar, von den Toten. Nach Teilen suchen, da habe ich lediglich 3 von 8 Aufgaben erfüllt. Das ist ja gar nicht mal so viel und das, obwohl ich eigentlich dachte, ich hätte alles gemacht und das Ganze sehr ausführlich. Was ist denn jetzt los? Connor? Der ist wieder da. Ich finde eine Sache interessant, die reine grafische Qualität, die ist gar nicht mal, also ich sag mal so, das Spiel sieht eher filmisch als grafisch gut aus, weil wenn ich mir das anschaue, das ist komplett unscharf. Das ist richtig, richtig unscharf. Die Charaktermodelle, das was wichtig ist, das ist ziemlich scharf, aber wenn man sich mal die Bäume anschaut, die Blätter und so. Ich finde den Ansatz interessant, weil man hat ja nicht das Gefühl, dass die Grafik schlecht ist.
Ganz im Gegenteil. Mark Connor. Hey, der ist an meinem Geburtstag gestorben. In 20 Jahren. Hoffentlich kein böses Omen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie erfuhren nun exklusive Informationen über Dave. Ja, aber eine Sache frage ich mich halt trotzdem. Ist Connor jetzt tot? Vor allem, warum gibt es einen Grabstein für einen Androiden? Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich. Und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich fand ihn unangenehm und unprofessionell. Er ist eine suchtanfällige Person, respektiert die Verfahrensweisen nicht und verachtet Androiden. Das macht unser Verhältnis schwierig. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich brauche mehr Daten, um das zu entscheiden. Ich werde mehr über ihn erfahren und dann mein Verhalten entsprechend anpassen. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das Vorgänger-Connor-Modell vielleicht das erste war und deswegen ein Grabstein errichtet wurde für ihn. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Du hast sicher einen Schock. Ohne Scheiß. Bleib einfach ruhig. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Okay, ich schau mal nach. Alter, das ist der Drogentypi. Das ist der Vater von hier, wie heißt sie, Alice?
Hat er eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Jetzt plötzlich kümmert er sich um die Tochter oder was? Ha ja. Okay, cooles Namensschild. Danke. Detective Collins. Ach, Lieutenant Anderson. War ja klar, dass seins verdreht ist. Entschuldigung? Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Okay. So. Ey, fick dich! Nein. Verdammt, André. Mal immer weiter glotzen. Ich sag's mal so, hättest du wie der andere Typ nichts gemacht, dann hätte ich dich auch nicht so lange angeglotzt. Sieh mal da. Ein verdammter Geist. Sein Klon liegt auf der Müllkippe und heute Morgen, Überraschung, nimmt ein anderes Arschloch seinen Platz ein. Hallo, Detective Reed. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Hey. Ist das so? Hast du die Puma? Hey! Bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Wenn ein Mensch dir einen Befehl gibt, führst du ihn aus. Kapiert? Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei. Was für eine Pappnase. Öffentliche Meinung, nur weil ich dem Typen keinen Kaffee hole. Ich bitte euch. Ich bin Android, der hier ist, um Morde aufzuklären und nicht um. Wir baten CyberKnife um einen Kommentar. Doch niemand wollte unsere Frage beantworten. Ich bin doch kein Android, um Kaffee zu bringen. Ich bitte euch. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberKnife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber CyberKnife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Untersuche das Büro. Ja, was kann ich denn hier noch großartig untersuchen? Vorfälle gab es schon. Einer alten Dame kam der Hausdroid abhanden und so ein Mist.
kommen Berichte über Überfälle und Morde. Knights of the Black. Knights of the Black Death. Okay. Wow. Wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst. Hinweise? Worauf? Nutze dein Gehirn, nicht deinen Androiden. Androidfreie Zone. Baumwoll- und Polyesteranteil wird hier angegeben. Sehr interessant. Streichhölzer von Jimmy's Bar. Hundehaare von Bernardina. Tja, ist der Lieutenant eventuell auch kein Mensch? Vielleicht ist er ein Hund. 452 Kalorien, ach du Schreck. Fächer-Ahorn. Asien Shishigashira Shohin. Uiuiui. Kalter Kaffee. Spuren von Koffein. Alles klar. Red Ice Sondereinheit 2027. Abteilungsübergreifende Einheit verantwortlich für die Zerschlagung des Red Ice Dealer Rings 2028. Ah, ich kann hier ein bisschen was über Lieutenant Anderson lesen. Lieutenant Anderson war ein hervorragender Polizist. Okay, aber was ist mit ihm passiert? Berühmter Detroiter Maler stirbt. Carl Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Moment, das lese ich aber komplett. Eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Berichte über den Tod des berühmten Künstlers Carl Manfred wurden bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Manfreds Sohn Leo bat die Medien in dieser schweren Zeit die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Berühmt wurde er in den 2020er Jahren. Was? Okay, ja gut, der Tipp ist unnötig. Als Galionsfigur des Neosymbolismus mit kraftvollen und düsteren Arbeiten nach dem Vorbild Francis Bacons. Netter Nachname. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichen von Alkohol und Drogen, doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Die Gouverneurin von Detroit sprach der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und beschrieb Manfred, oh Gott, das als Englisch aussprechen zu wollen, schrecklich, als eines von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden aus seinem Nachlass wird in den kommenden Wochen versteigert. Naja, vom Sohn. Ivanov sagt nie. Weltbevölkerung 10 Milliarden. Passt das mit den aktuellen Vorherberechnungen, oder? Huch, was ist denn jetzt passiert? Lieutenant? Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich das nicht wiederholt. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Achtung, erhebliches Verkehrsaufkommen südlich von Redfield. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Okay, mit ihm kann ich leider nicht weiterreden.
Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ganz ehrlich, das heißt, er hat den Platz beschnüffelt, so gesehen. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Also, ich muss sagen, ich fände das alles nicht geil. Weil das heißt, er hat in deinem iPod oder was auch immer das war, rumgestöbert. Er hat an deinem Platz rumgestöbert und analysiert dich zu jedem Zeitpunkt gefühlt. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Ja, und die offensichtlichen Sachen sind schlecht, oder was? Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Okay, warum das uns jetzt noch weiter verschlechtern? Keine Ahnung. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Nein! Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Hast du die Puppen angeguckt? Dumme Frage. Sehr dumme Frage. Okay, gut. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay, wir haben hier... Versuchter Mord, Opfer Leo Manfred. Vernichtet? Was? Moment. Aber wir haben... Die glauben doch, dass wir Karl getötet haben und nicht Leo. Und Kara. Der Kläger behauptet, gewaltsam von seinem Hausandroiden, einem AX-400-Modell, angegriffen worden zu sein. Der Android war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hat bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens gezeigt. Ja, schön alles verschwiegen, was nicht ganz passt, ne? ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und... Hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant,
Tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Okay, ziemlich unentspannt. Hank hatte eine Spur, er hätte aber auch keine Spur haben können. Aha. Wovon wäre das abhängig gewesen? Okay, wir haben das Revier erkundet, wir haben mit Gavin gesprochen, wir hätten noch mit jemand anderem reden können. Berühmter Maler stirbt lesen und irgendwas anderes hätte ich auch noch lesen können. Gut, also 4 Sachen haben wir im Prinzip... Oh, noch eine weitere haben wir nicht gemacht. Gut, das war im Zen-Garten. 6 Sachen haben wir nicht gemacht, von denen wir, glaube ich, 5 hätten tun können. Oder? Oder heißt das andere einfach, wir haben es nicht gelesen? Wäre jetzt ein bisschen lame. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, das ist ein perfekter Punkt, um ein Päuschen zu machen. Also, der gute Hank, der vertraut uns nicht. Oder Lieutenant Anderson, wie ich ihn nennen werde, wenn er mich nicht mag. Ja, wenn schon, dann sitzen wir uns halt gegenseitig. Mal gucken. 98% hatten eine Spur. Da frage ich mich, wie kommt man zu den anderen 2%? Na gut, weiß man nicht. Legende anzeigen? Ah, Spielwände. Gibt's hier irgendeine Spielwände? Nee. Nee, gibt's tatsächlich nicht. Okay, so wichtig war diese letzte Mission jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube trotzdem, ihr hattet viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, und bis es soweit ist, macht's gut.